Hey Little Buddy, willkommen zu einer weiteren Folge von Rollstars. Heute im Video machen wir ein Opening. Und nicht nur ein ganz normales Opening. Ihr sagt jetzt nämlich wieder bestimmt, oh Bardo, du machst ein Video, wo du Kisten öffnest und nicht ziehst. Das ist aber doof. Leute, ihr versteht nicht. Dieses Opening ist ein ganz besonderes Opening. Denn bei diesem Opening, ich habe den Segen von ganz oben. Und zwar habe ich Supercell gesagt, ey Leute, könnt ihr mir Glück wünschen bei meiner nächsten Megabox? Überraschenderweise... Supercell hat mir Glück gewünscht. Supercell hat mir geantwortet und hat gesagt, viel Glück bei deiner nächsten Megabox. Und seitdem habe ich keine Megabox geöffnet. Ich habe gewartet auf den richtigen Zeitpunkt für dieses Opening. Denn seit heute können wir nicht nur Buzz bekommen, der ja der neue Brawler ist, sondern wir können auch Griff bekommen. Und jetzt natürlich die Frage, wie ist die richtige Strategie? Weil ich habe natürlich jetzt hier viele Kisten, die ich öffnen kann. Aber in welcher Reihenfolge soll ich die öffnen? Sollte ich wirklich mit einer Megabox anfangen, obwohl mir da Glück gewünscht wurde? Oder ich glaube nämlich, ich fange nicht mit einer Megabox an. Ich glaube, ich fange hiermit an. Weil bei den Powerpunkten kriege ich eine Kiste. Wenn ich schon alles verbessert habe, nehmen wir das mit. Sehr gut, haben wir schon mal da eine kleine Kiste. Ich habe aus der vorherigen Season noch ein bisschen was ich öffnen kann. Und ich würde sagen, ich öffne erstmal alles, was keine Megabox ist. Und dann zum Ende sparen wir uns die Megaboxen auf und öffnen einfach... 4-5 Megaboxen nacheinander. Wir haben nochmal 100 Powerpunkte, es gibt eine große Box. Öffnen wir das. Okay, das ist uns wirklich... Wir nehmen jetzt Anlauf. Wir nehmen jetzt Anlauf für die Megaboxen. Und ich meine, ich habe die Quote von 0,58% einen epischen zu ziehen. Also wir werden heute was ziehen. Wenn wir heute nicht ziehen, wäre das Schwachsinn. Und für die Rocket League-Fans unter euch, Rocket League macht heute mal Pause, das kommt morgen wieder. Ich hatte für heute keine gute Idee. Und Brawl Stars hingegen... Brawl Stars hingegen ist eine gute Idee, denn wir haben Belle gezogen. Aber ich glaube, die ist episch runtergestückt worden, weil die schon so lange im Spiel ist. Einen Brawler haben wir schon, aber ganz ehrlich, das reicht mir nicht, ehrlich gesagt. Ich will mehr. Weil das war keine Megabox. Supercell hat mir Glück bei der Megabox gewünscht. Nicht bei einer normalen Box, bei einer Megabox. Deswegen, nächste Box, wenn es jetzt hier natürlich Power... Supercell, ich habe noch keine Megabox geöffnet. Also, ist gut, dass du mir Glück wünschst, aber. Gut, wir haben Griff. Ja, sehr gut, dankeschön, Supercell. Ehre. Ehre. Ich bleib meiner Strategie aber treu und wir öffnen erstmal die Kiste. Ja, ja, super. Super, sehr gut. Supercell, danke. Dankeschön. Ja, wir öffnen erstmal die Kisten. Dann leveln wir die ein bisschen hoch. Und dann öffnen wir die Mega... Ja, wow. Zwei neue Brawler. Ich habe teilweise Monate gehabt, wo ich keinen neuen Brawler gekriegt habe. Und jetzt zwei in ein Video. Oh, das ist unfair. Weil ich weiß, es gibt Leute, die spielen das Spiel jeden Tag. Und die haben nicht ansatzweise so viel Glück. Wir haben jetzt hier alles geöffnet. Wir haben aber noch 1, 2, 3 Megaboxen über. Aber gut, öffnen wir die große Box. Also ich glaube, wie gesagt, mir wurde Glück bei der Megabox gewünscht. Wenn in der Megabox jetzt nichts drin ist, dann bin ich enttäuscht. Weil was ist das denn? Die Spieleentwickler haben mir Glück gewünscht. Da muss doch auch was drin sein. Weiß ich nicht. Kann natürlich sein. Ich werde die übrigens auch jetzt auch noch nicht verbessern. Weil schlimmstenfalls wären die dann Level 6. Und dann würden wir was ziehen. Und zwar ein Gadget. Ich will kein Gadget. Rollbox. Ja. Große Box. Große Box. Ja. Nur Punkte für Bell? Warum nicht? Na gut. Ist okay. Spiel. Ist okay. Mach dein Ding. Mach dein Ding. Für beide Punkte. Okay. Mehr. Das erhöht jetzt ja auch nur die Chance, dass wir noch einen Brawler ziehen in den Megaboxen. Und so, wir haben jetzt hier noch 3 Kisten, die wir öffnen können. Und dann gehen wir in unsere 5 Megaboxen. Fangen wir an mit der großen Box. Da ist drin nichts. Sogar nur eine Mal Powerpunkte. Ist in Ordnung. Nehmen wir mit die kleine Box. Da ist drin nichts. Aber dafür Doppelpunkte. Nehmen wir mit. In Ordnung. Jetzt nochmal eine große Box. Da sind drin Punkte. Dankeschön für beide. So, und jetzt zu der Megabox. Okay. Supercell hat gesagt, viel Glück bei dieser Megabox. Mal sehen, ob das Glück von Supercell was bringt. Und da muss unten rechts ein 3 stehen. Und da haben wir eine 2. Viel Glück. Okay. Vielleicht habe ich ja was Falsches verstanden. Vielleicht wäre der viel Glück bei der Megabox, wo du wegguckst. Ich guck mal weg. Achtung. Und so. 3! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Supercell! Dankeschön! So war das gemeint. Okay. Was bekommen wir? Wir bekommen Punkte. Wir bekommen nochmal Punkte. Bekommen wir einen dritten Brawler in diesem Opening? Wir bekommen einen dritten Brawler in diesem Opening! Und zwar Squeak! Was für ein Teufel! Alter Supercell! Was tust du? Wie sollen wir das nennen?
wenn Supercell einen Glück wünscht. Okay, also weggucken war stark. Erste Kiste mit weggucken. Was ist das für eine erste Kiste? Das ist eine erste Kiste, wo ich was trinke. Das hat Supercell gemeint mit Glück. Achtung, erste Kiste, wo ich was trinke, da muss jetzt eine 4 stehen. Und... Ja, okay. Das war zu viel des Guten. 3 neue Brawler. Jesus. Übrigens immer noch 2 Megaboxen. Aber da habe ich jetzt keine Hoffnung drin. Es wäre ja auch zu krank. Jetzt noch einen 4. Brawler zu ziehen, das wäre ein bisschen zu krank. Fairerweise, den Dino habe ich noch nicht gezogen, was? Unrealistisch. Vielleicht ist er hier drin. Nein, ist er nicht. Okay. Ja, schön. Und ich würde sagen, wir testen mal kurz, dieses wunderschöne Geschöpf aus. Aber ja, wenn du Brawl Stars magst, könnte eins der cooleren Openings sein. Wie greift Griff an? Der hat nämlich 3 Salven, die er verschießt. Einmal, zweimal, dreimal. Und die kannst du auch nicht abbrechen. Also wenn du einmal Angriff drückst, dann jietet er halt deine Münzen raus. Und dann musst du es halt ertragen. Zack, zack, zack. Das heißt, man sollte schon vorsichtig sein, wie man mit ihm aimt. Und nicht zu wild sein. Weil du bist wie lange? 21, 2... Du bist fast 2 Sekunden in der Angriffsanimation gefangen. Und das ist natürlich nicht das Beste, wenn du halt einen Gegner hast, der sich viel bewegt. Deswegen, man muss schon ein bisschen nachdenken, Leute. Bitte versucht nachzudenken, das ist wichtig. Was hat der für ein Super nochmal? Ach ja, mit den Karten. Oh ja, nice. Das Coole ist doch auch... Oh, die Karten können doch sogar über Mauern gehen. Bisschen versnoppt ist der, ne? Oh, wir machen eine große Box. Was ist da wohl drin? Punkte. Oh, und ein Magma-Doppler. Nice. Also für meine Verhältnisse war das schon ein sehr krasses Opening, muss ich sagen. Ja, aber guck mal, im ganz, ganz krassen Nahkampf, wenn ein Gegner durch einen durchläuft, dann kannst du nicht mehr angreifen. Also die Angriffsanimation könnte schon ein Handicap sein, ehrlich gesagt, teilweise. So, mach's mal so. Die kommen wieder. Wobei? Ah, die Karten sind krass, die Karten sind krass. Ich finde, der ganz normale Angriff, mit dem muss ich mich noch anfreunden. Aber der Kartenangriff, der ist heftig. Er hat den Boost gekriegt. Okay, ist er down. Kann ich dich einsammeln? Wie stark sind die Karten? Oh. Wer hat gewonnen? Ich habe 2. Platz. Okay. Aber ja, ich würde aus dem Bauch heraus sagen, mittlere Distanz ist das, wo er am stärksten ist. Weil ganz nah am Nahkampf, die müssen nur durch dich durchlaufen einmal und schon kannst du nicht mehr treffen. Deswegen, so mittlere Distanz, da kann er immer so ein bisschen reinschippen in die Gegner, guten Schaden machen. Mit der Karte kann er auch nochmal extra Schaden machen, auch nach dem Tod. Ich muss aber sagen, der generelle Schaden ist ein bisschen unterwältigend. Da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft, ehrlich gesagt. Hier, die kommen jetzt zurück durch die Wand. Biu. Ist schon cool, durch die Wand angreifen zu können. Ja, hat er noch hingekriegt. Oh. Oh. Doppelt Karten gespammt. Einfach komplett aufgeräumt. Okay, also wenn Gegner gestackt sind auf dem Haufen, sehr, sehr nice. Und ansonsten mittlere Distanz. Und den habt ihr zwar wahrscheinlich schon zu Genüge gesehen, aber ich habe den noch nicht gespielt, deswegen will ich auch einmal Squeak ausprobieren. Auch sehr lange für eine Kiste. Okay. So. Aber gut, durch die Minen kannst du gegen natürlich gut auf Distanz halten. Ich kann mich einfach die Wand anzielen und den trotzdem treffen, der ist tot. Irre. Ich soll doch, glaube ich, mehr auf Gegner gehen, als wirklich auf die Kisten. Ja. Got him. So, und da unten ist... Das ist doch eine gewesen, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ist er down? Der muss down sein, Come on. Dankeschön. Finale. Ich weiß nicht, wo der Gegner ist. Aber ich würde mal sagen, hier im Gras ist er, glaube ich, nicht. Oben rechts habe ich was. Ja, da oben. Dann machen wir es so. So. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Er hat Stress. Wieso will er nicht sterben? Wollen wir hier nicht... Ja, okay. Gut, dass die... Ich glaube, es sind Bots immer zu Beginn. Obwohl ich es nicht ganz nachvollziehen kann, warum das Bots sein sollen. Aber können wir mal kurz gucken, wie viele Karten wir spammen können? Okay, wir machen es nochmal neu. Achtung. So. 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 Nein. Okay, hat so halb geklappt. Achtung. Und so, ich laufe jetzt weg. Komm. Oh, die kommen hier richtig weit zurück. Weg. Oh. Ja, okay. Schon krass. Aber gut, ich werde das Video jetzt nicht künstlich strecken. Wir haben ein bisschen Gameplay gesehen. Wir haben ein Opening gemacht. Kann sein, dass das Video jetzt nur 8 Minuten geht oder so. Aber ich weiß nicht, was ich jetzt noch machen soll, was das Video schön machen soll. Fehlen immer noch 4 Brawler, die ich noch nicht habe. Vielleicht irgendwann mal.
Aber war schon mal ein sehr stabiler Start. Und dann sehen wir es dann aber, Leute. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr neu seid, könnt ihr mal sehr gerne ein Abo da lassen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben wäre auch eine coole Sache. Und ansonsten, ich mache sehr viel zu Bloons Tower Defense 6 oder Rocket League. Falls ihr das mögt, könnt ihr das ja auch mal auschecken. Bis dahin, Leute. Und ciao.